beiden Spielinos mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut zu einer weiteren Roll and Write Liste. Das ist nämlich gar nicht so lange her, da haben wir bereits eine andere Liste mit 6 verschiedenen Roll and Writes gemacht. Und jetzt haben wir wieder 4 neue Roll and Writes für euch. Wobei neu in unserer Sammlung neu ist, denn Rolling Ranch ist so ein bisschen länger auf dem Markt. Aber ja, jetzt ist es auch bei uns in der Sammlung gelandet. Und wir haben große aktuelle Spiele. Wir haben kleine aktuelle Spiele und wir haben 2 englische Spiele, nämlich Three Sisters und Rolling Ranch. Ich denke, es ist für jeden ein bisschen was dabei heute. Ja, wir haben alle mal getestet, angeflippert. Nee, wir haben alle einfach mal auf den Tisch gebracht und festgestellt, es gibt immer wieder kleine Unterschiede zwischen diesen ganzen Roll-and-Ride-Geschichten. Wir werden ein bisschen drüber quatschen, was sie genau machen, für wen es vielleicht was ist und für wen es vielleicht auch nichts ist, wie wir sie empfunden haben. Und wie gesagt, wir haben hier 2 englische Titel. Und diese Spiele hat die liebe Ina so einen kleinen Hype in unserer Gruppe losgetreten. Und das ist ein sehr besonderes Roll and Ride, muss ich sagen. Aber dazu nachher später mehr. Angelo fängt jetzt einfach an und darf sich eins davon aussuchen. Ich würde euch gerne das Flipper Mania zeigen, weil das, muss ich sagen, ist vom Spielgefühl für mich wirklich eine kleine Überraschung. Denn es fängt für einen Roll and Ride das Gefühl eines Flippertisches für mich wirklich super ein. Ich mache mal das Ganze auf. Wir haben es gerade schon mal geprobt. Ich habe es nicht aufbekommen. Jetzt ging es wesentlich einfacher. Die Luft warum auch schon immer. Raus. Wir gehen hier oben kurz in die Kamera. Wir haben natürlich eine Anleitung, die ist mehrsprachig, glaube ich. Nein, beziehungsweise ist doppelt, weil die Flippertische dort nochmal erklärt sind. Genau. Wir haben die nämlich ist super dick. Vier. Ich möchte kurz auf Mellys T-Shirt hinweisen, deswegen wusste ich das nicht. Seht ihr, was da steht? Melly liest die Regeln, dann müsst ihr es nicht tun. Ja, es sind nämlich 4 verschiedene Flippertische und jeder Flippertisch macht ein bisschen was anderes. Deswegen gibt es ein Grundregelwerk und dann muss das ganze Ding umgedreht werden und dann wird jeder Flippertisch nochmal im Detail für sich erklärt. So. Und für alle, die jetzt sagen, was meinten die eigentlich mit Flippertisch? Da ist auch noch was dabei. Also ich hoffe, ihr wisst noch, was ein Flipper ist. Ja, wir sind halt aus der Zeit der Flippertische, vielleicht nicht mal ganz so aktuell, aber wir haben es noch mitbekommen. Wir kennen auch noch die Dattelautomaten, die da so an der Wand hingen und man sie eigentlich nicht spielen durfte. Haben. Ja, genau. Aber alle, die jetzt nicht wissen genau, was Flippern ist, hier gibt es eine doppelseitige Erklärung dazu, finde ich richtig cool. Ich finde es schade, dass man das noch erklären muss. Ich wünschte mir, jeder wüsste, was ein Flipper ist. So, hier haben wir diverses Spielmaterial. Wir haben den Flippertisch und das passende Punkteboard dazu. Die Tische sind, wie gesagt, doppelseitig. Es gibt 4 Flippertische in diesem Spiel. Ich möchte euch jetzt einfach ganz kurz erklären, wie das Ganze so grob abläuft. Ich muss mal gucken, dass ich im Bild bin. Wir brauchen einen Stift. Wir brauchen eine Flipperkugel. Die Flipperkugel kommt natürlich hier oben an den Start. Also man kann sich das vorstellen, die schnallt hier von oben da rein. Und dann geht es auf dem Flippertisch los. Es ist ein Roll and Write. Wow, wir grandios würfeln gewürfelt. Diese Würfel. Und wie das bei so einem Flippertisch ist, habe ich natürlich die Möglichkeit, verschiedene Zonen zu aktivieren. Wenn ich natürlich oben mit meiner Kugel bin, könnte ich jetzt hier in diese Zone reinspringen. Ihr seht, das ist nochmal unterteilt hier in Linien. Jetzt nehme ich mir einfach eine 1, weil ich habe nur eine Kugel. Der Würfel steht für die Kugel. Ich kann noch Multiball kriegen, dann habe ich 2 Würfel. Ich x mir hier einfach jetzt die 1 an. Dadurch kann ich mir nachher hier einen Boni freischalten und die Kugel fällt natürlich jetzt schwerkraftmäßig nach unten. Das heißt, ich kann nicht mit meinem nächsten Würfelwurf, den mache ich einfach mal 3 und 3, ich mache heute lauter Paschs. Ich kann jetzt nicht hier oben bleiben, also ich kann jetzt hier nicht zurückhüpfen, ja, sondern meine Kugel fällt jetzt hier runter. Ich könnte jetzt hier in diesen Bumper-Bereich reingehen. Bumper-Bonus. So ein kleiner Insider. Oder ich falle eben noch weiter hinunter und kann mir jetzt hier einen von diesen Seitenteilen aktivieren. Dadurch kann ich mir diesen Multiball unter anderem freischalten. Oder ich sage natürlich, ich falle bis ganz nach unten. Dann müsste ich sogar hier unten was durchstreichen. Und dann im nächsten Zug lande ich dann hier auf dieser gelben Flipper-Wippe. Und wenn ich jetzt hoppsa wieder nach oben oder würfel, kann ich mich jetzt entscheiden, 5 oder 3. Wo möchte ich hin? Mit gelb dürfte ich quasi hier nach oben. Wäre ich auf der roten Wippe, dürfte ich hier nach oben gehen. Und so flippert ihr Stück für Stück, ihr schaltet euch Boni frei. Wie gesagt, wenn ihr hier diese ganzen Balloons, Seitenteile freigeschalten habt, dann kriegt ihr den Bonus. Ihr könnt euch hier unten was aussuchen. Möchtet diesen sagenumwobenen Bumper-Bonus, dann bekommt ihr 2 Punkte, wenn ihr hier in diesem Bumper umherspringt. Oder ihr könnt auch sagen, nö, ich möchte den Multiball. Und dann kriegt ihr sofort die 2. Kugel. Und ab jetzt dürft ihr, wenn ihr würfelt, beide Würfel. Wenn ich denn jemals was würfeln wollen würde, nehme ich mir diese Würfel aus Flipper Mania raus. Und ich kann jetzt beide Würfel nehmen. Das heißt, ich könnte mit dem 6er sagen, perfekt, ich bin hier zu 6 gegangen und mit dem flippe ich meinetwegen hier oben in den Bumper.
Und ich habe noch eine 6, mein Stift fliegt auseinander. Und das, was dieses Spiel so cool macht, ist halt wirklich dieses Flipper-Feeling, weil es fühlt sich im Spiel total nach einem Flippertisch an. Und das hat mich wirklich umgehauen. Ja, das ist tatsächlich also wirklich, so. Diese ganzen Aktionen sind wie bei einem Flipper. Man hat so, sofort diese bunten Lichter im Kopf, diese Musik dazu und dieses Biu, Biu und tick, tick, tick. Denk noch an Mellies Brettspiel-Sounds. Ja, ihr wisst ja, wie das so ein Flipper funktioniert und dann flitscht die Kugel eben nach oben und dann kommt sie wieder runter, dumm und bumm und zack und weiter und dann macht bruh, dann ist sie eben weg. Genau, aber und das ist, startet ihr eben in die nächste Runde. Aber es kann durchaus sein, dass eben eure Mitspieler immer noch in der ersten Runde seid und ihr hattet eben Pech und ihr spielt in der zweiten oder dritten Runde. Und da ist so ein bisschen das Manko von dem Spiel, muss man auch sagen. Hier geht es um Punkte. Die kriegt man hier beim Flippern an verschiedenen Stellen. Die trägt man sich eben hier ein, diese Sternchen. Die muss man immer schön abstreichen. Es gibt noch so kleine Sonderregeln, gehen wir nicht groß drauf ein. Aber wie schon angeschnitten, es ist eben ein bisschen solitär, weil jeder eben hier in seinem Flipper rumwurschtelt. Er schießt hier die Kugel oder die Kugeln durch die Gegend. Es kann sein, ein haut's raus und die anderen sind eben noch länger mit drin. So ist es. Also Melly hat recht, es fühlt sich sehr solitär an, aber es macht Spaß. Also vielleicht ist das für alle, die gerne solo flippern, etwas. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, hier steht Kenner drauf und es ist definitiv ein Kennerspiel. Ja. Weil es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht schwierig aussieht, aber ihr müsst wahnsinnig viele Sachen im Auge behalten. Also wenn ihr zum Beispiel den Bumper-Bonus eingeschalten habt, dann müsst ihr daran denken, dass ihr euch 2 Punkte nehmt. Also das Ganze ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Ihr habt durch diese unterschiedlichen Flippertische, die es gibt, auch immer ein paar andere kleine Detailregeln, die es ebenfalls zu beachten gibt. Uns hat es gut gefallen, aber es zieht sich wahnsinnig lange, wenn ihr mit mehr als 2 Spielern spielt. Also für uns ist das ein perfektes Spiel zu zweit oder ich würde sogar sagen, für alle, die gerne solo spielen, dann ist es eine echt tolle Empfehlung. Für eine schnelle Viererrunde finde ich taugt das Spiel leider nicht. Dafür dauert es viel zu lange. Jeder wurschtelt sowieso vor sich hin. Da würde ich sagen, zu viert spielt lieber irgendwie ein großes, anderes Spiel. Ansonsten richtig nice. Flippomania. Ja. So. Dann gehen wir einfach von dem einen Hardcore Roll and Ride sozusagen in das nächste Hardcore Roll and Ride, weil man muss auch darauf achten, dass man hier wirklich all seine Züge ausführt. Und da komme ich jetzt einfach zu Three Sisters. Three Sisters war ein Kickstarter, den wollte ich unbedingt haben. Hab auf Twitter gesehen, hab zu Angelo gesagt, du, ich hätte da gern was. Und er hat es dann bestellt, es kam jetzt an und wir bereuen nichts. So viel kann man schon mal vorab sagen. Ja, das sagt Melly. Ich habe es noch nie gewonnen, ich bereue es vielleicht schon, es bestellt oder es gepackt zu haben. Nein, du hast gesagt, das ist toll. Ja, Three Sisters hat ein tolles Cover und was ist im Spiel drin? Oh, irgendwie wollen die Verpackungen heute nicht. Es ist so kalt im Studio, ziehen sich die Verpackungen ja, zusammen. Ja, ist so kalt. So, wir haben hier ein Board drin, das kommt in die Tischmitte und wir haben 2 Blöcke drin, die sind beidseitig und ihr habt hier einen dicken Block, das heißt, ihr könnt ordentlich viel spielen. Außerdem haben wir hier richtig coole orangene Würfel, die noch so ein bisschen Halloween-Glanz haben. Wobei das Spiel ja nichts mit Halloween zu tun hat. Nein, es hat nichts mit Halloween zu tun, sondern mit meinem Garten. Jetzt haben wir leider gar keinen Stift, aber das macht nichts. Du kannst meinen von Flippomania haben. Ja, dann nehme ich hier, zeige ich gleich. Wir haben einen Kürbis. Der Kürbis ist elementar wichtig. Das ist nämlich der Startkürbis. Den braucht man auf jeden Fall. Dann haben wir hier einen kleinen Farmer, der kommt nachher aufs Board. Und wir haben noch einen Rundenanzeiger. Wir spielen das ganze Ding über 8 Runden und ihr seht schon, hier stehen verschiedene Dinge dran. Und die werden wir immer, nachdem wir unsere Hauptaktion gemacht haben, zusätzlich noch ausführen. Wir beginnen hier entsprechend hier unten. Und je nachdem, wie viele Spieler wir sind jetzt zu 2, sag ich mal. Ich denke. Warum hast du so lange gezögert? Weiß ich hier irgendwas nicht von einem Herren im Schrank? Wir haben keinen Platz im Schrank. Ein Herren und das Handtuch passt da auch nicht. Ah, okay. Also wir haben jetzt 4 Würfel. Diese Würfel werden eben gewürfelt und diese werden dann entsprechend zusortiert. Wir gruppieren sie natürlich nach diesen Zahlen. Das heißt, wir starten jetzt hier bei diesem netten Männchen, legen hier diese Würfel hin. Und dann bewegt sich dieser weiter und nachher werden wir hier unsere Würfel starten. Das heißt, wir gehen hier immer rundherum und haben immer verschiedene Aktionen entsprechend den Würfeln. Und ihr denkt euch jetzt, warum ist das so wichtig?
weil ihr zuerst mit dem Würfel, egal von wo ihr diesen Würfel nehmt, geht ihr erstmal in den Garten. Weil ihr wollt ja hier richtig schön Sachen anpflanzen, ihr wollt, dass es wächst, ihr wollt vielleicht noch hier ein bisschen Unterstützung aus eurem Schuppen, ihr habt noch eine kleine Fruchtplantage und ihr habt auch fleißige Bienchen. Und nicht zu vergessen, es gibt ja überall immer schöne Blümchen. Ja, stimmt. So. Die vergesse ich immer zu aktivieren. Das nämlich, hat Melli gesagt, das Spiel ist nämlich auch relativ komplex. Ja, also man muss schon so... Ganz kurz und grob, wir haben hier verschiedene Aktionen, wie ich schon angesprochen habe. Wir haben hier diese Bienchen und Früchte. Wir können Plant and Water machen. Das ist diese Aktion, die wir jedes Mal machen. Wir können in den Chat gehen, hier Aufwertungen vornehmen. Wir können Compost und Goods nehmen. Diese Goods kennt vielleicht der ein oder andere hier aus Fleet the Dice Game. Da waren es nämlich die Goldmünzen. Daher ist es relativ flüssig, wenn man das andere schon gespielt hat. Und das wiederholt sich hier ein bisschen, wobei wir haben hier noch den Farmer Market, der ist besonders, aber ich gehe jetzt auch nicht auf alles ein. Ich will einfach mal grob erzählen, was man macht. Das heißt, jeder sucht sich jetzt einen Würfel aus. Ich würde jetzt sagen, ich möchte vielleicht die Chat Time nehmen. Das heißt, bevor ich aber das mache, gehe ich erstmal in den Garten. Und mit diesen Würfeln habe ich immer die Option, entweder neue Pflanzen anzusetzen oder sie zu bewässern, damit sie eben wachsen. Und das muss ich eben machen und... Three Sisters, was ist es? Wir haben die drei Schwestern. Wir haben nämlich Kürbis, Bohnen und Mais. Und der ein oder andere hat schon gehört, die Bohnen können natürlich erst wachsen, wenn der Mais zwei Felder hoch ist, damit sich dann die Bohnen an diesen Mais hochschlingen können. Und so versuchen wir jetzt natürlich erstmal unseren Mais ein bisschen wachsen zu lassen, dass dann die Bohnen entsprechend wachsen können. Haben wir hier diese Kürbisse fertiggestellt, bekommen wir wiederum in unserem Blumenbeeten Bonus. Und ihr seht schon, es passiert wirklich viel. Das heißt, ich nehme als erstes mal den Würfel, pflanze hier so die Sachen an. Das heißt, ich markiere jetzt hier einfach diese zwei Felder. Jetzt habe ich mal das gesetzt und dann führe ich noch diese Aktion aus. Also gehe ich in den Schuppen und aktiviere hier wiederum was. Und hier gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt sofort Spielendepunkte oder ich kann jetzt sagen, ich nehme den Seed Spreader, weil immer, wenn ich in den Garten gehe, dann darf ich drei statt nur zwei Pflanzen anpflanzen. Und das wiederum gibt ja dann nachher in der Masse viel mehr. Und so versucht halt jeder irgendwie, sich durch dieses Spiel zu wursteln und zu sagen, wenn ich jetzt das habe, dann darf ich das. Und habe ich das, dann dürfte ich noch das machen. Wenn ich Goods gesammelt habe und immer so einen Stern bekomme, darf ich wiederum auch hier was aktivieren, außer dem Garten und. Und es ist unglaublich. Also man muss wirklich dabei bleiben, konzentriert sein, muss ich wirklich sagen, und schauen, in welche Richtung möchte ich gehen und die Punkte nicht vernachlässigen. So ist es. Also es ist komplexer als Flippermania, würde ich sagen. Es ist ähnlich solitär, aber es spielt sich wesentlich flotter und ich habe nicht so diese, was bei Flippermania auch passieren kann, ist halt, dass ihr überhaupt nichts mehr zu tun habt. Wenn ihr alle drei Bälle verloren habt, guckt ihr 10, 15 Minuten zu. Das kann hier nicht passieren. Also ich finde es auch wirklich toll gemacht. Ihr habt sehr, sehr viele Kettenreaktionen, die ihr hier auslösen könnt. Wenn ich das habe, kriege ich das. Wenn ich das habe, kann ich drei pflanzen. Es regnet noch immer wieder in diesen Runden. Also nach der zweiten Runde regnet es. Das heißt, alle Pflanzen wachsen automatisch. Ihr habt jetzt so viele Optionen, wie ihr euren Garten hier sprießen lassen könnt. Three Sisters ist nach Fleet the Dice Game wirklich ein großartiges, sehr komplexes Roll and Ride. Und wer vielleicht Fleet the Dice Game kennt, der sollte sich Three Sisters angucken, vorausgesetzt er findet es. Wie gesagt, das war ein Kickstarter. Es ist momentan schwer bis gar nicht zu finden, ja. Also nicht im Retail, also nicht im Handel. Vielleicht über eBay, es wird kommen, da bin ich sicher. Ja, momentan gibt es noch keine Info vor, ob das Ganze bei einem deutschen Verlag landen wird. Die Autoren oder der Autor ist der gleiche wie bei Fleet the Dice Game, deswegen die ein oder andere Ähnlichkeit, auch diese zwei Spielpläne sind da drin. Also das ist definitiv ein absolutes Highlight. Ich packe mal den Flippermania-Stift wieder weg. Und ich muss jetzt noch kurz zum Abschluss sagen, bisher war es jetzt so, dass die Damen eher für den Garten waren und die Herren für die Fische. Ja, also ja, ich mag Three Sisters sehr gerne. Warum auch immer spricht mich die Fischerei etwas mehr. Die raue See mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und die Mädels, die gehen halt lieber in den Garten und schauen den Blümchen beim Wachsen zu und freuen sich über jeden Kürbis. Keine Ahnung. So, ich möchte euch jetzt was zeigen, was nicht so anspruchsvoll ist. Ein Spiel von NSV. Ja. Also im Vergleich zu den beiden ist jetzt The Border wirklich ein Leichtgewicht.
Familie. Genau. Es erinnert optisch auf den ersten Blick, für alle, die Würfelland von NSV kennen, auf den ersten Blick sieht das auch so ähnlich aus wie Würfelland. Wir haben natürlich die gleichen Würfel wie in Würfelland. Prinzipiell spielt sich das aber dann doch etwas anders, denn wir haben auch diese Spielertableaus, ähnlich wie bei Würfelland, aber wir müssen jetzt hier nicht Felder füllen, um das Spiel zu gewinnen, sondern, wie der Name schon sagt, wir werden Borders, also Grenzen, ziehen. Das Ganze funktioniert nach dem Würfelprinzip auch wie bei Würfelland. Es ist aber nicht wie Würfelland. Ihr würfelt das ganze Ding. Der aktive Spieler sucht sich hier nachher Würfel aus. Er darf bis zu 3-mal nachwürfeln. Das mache ich jetzt einfach mal. Zack. Jetzt sage ich, ich höre auf. Und als aktiver Spieler muss ich immer Felder komplett füllen. Das heißt, mit diesen 3 blauen könnte ich jetzt nicht einfach hier 3 Felder füllen, sondern ich darf jetzt diese 3 Felder aus-X'en. Die passiven Spieler, das ist in diesem Fall Melly, die haben jetzt die Wahl aus diesen anderen Würfeln. Und anders wie beim aktiven Spieler dürfen sie diese X'e überall an angrenzende X'e setzen. Das heißt, Melly kann jetzt sagen... Angenommen, ich hätte jetzt dieses Board. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Board hier raus. Mal hier hin. Angenommen, ich hätte jetzt dieses Board. Ich hätte jetzt ja einen roten und einen grauen Würfel über. Das heißt, diesen roten darf ich jetzt einfach hier ansetzen. Grau habe ich jetzt hier nichts angrenzend an ein X. Daher verfällt der graue Würfel. Und dann wäre ich jetzt der aktive Spieler. Und jetzt habe ich eben schon die Möglichkeit, mir würde es jetzt schon reichen, hier 3 rote Würfel, um dieses Gebiet komplett abzuschließen. Und das ist die 3 aber auch hier nutzen oder 5 für das und das. Genau, das dürfte ich nämlich auch. Und so ist es eben ein bisschen trickiger, hier in der Border einfach diese Gebiete abzuschließen. Genau, und denn Ziel des Spiels ist es, wie es hier steht, 6 dieser Border, also 6 dieser Gebiete zu umschließen. Der erste Spieler, wenn ich denn es jetzt geschafft hätte, beispielsweise dieses Gebiet hier zu umschließen, dann würde ich diesen Karren bekommen. Wo ist er? Hier. Das heißt, ich kriege 8 Punkte. Alle anderen, die das noch schaffen nach mir, die bekommen nur noch 4 Punkte. Hat ein Spieler 6 dieser Gebiete umschlossen, zählen wir hier diese Gesamtpunktzahl zusammen. 78. Nein. Der Spieler mit den meisten Punkten hat das Ganze gewonnen. Und es ist wirklich unterhaltsam. Also uns hat es gefallen. Es ist wieder ein bisschen asymmetrisch, was die Farben angeht. Also ihr habt nicht wie bei Würfelland asymmetrisch große Felder, sondern ihr habt hier andere Farben. Dadurch ergibt sich so ein bisschen die Asymmetrie in, wie schnell macht ihr die Grenzen drumherum. Und es ist ein bisschen ein Zockerelement drin, weil wenn ihr nämlich sagt, ich möchte unbedingt dieses Feld abschließen und ihr braucht hier vielleicht nur noch 2 graue, dann geht ihr da vielleicht drauf und würfelt und sagt, ich brauche noch 2 graue, Menschen, es kommt nicht, ich mach's nochmal. Und wenn ihr Pech habt, kriegt ihr nicht 2 graue. Und weil ihr als aktiver Spieler immer alles füllen müsst, kann es passieren, dass ihr zu viel versucht habt, zu viel gezockt habt, die ersten Punkte hier abzugreifen und dann dürft ihr gar nichts eintragen. Also es hat eine ganz andere Dynamik. Mir gefällt es aber gut. Ja, es hat auf jeden Fall eine andere Dynamik. Die anderen profitieren hier wieder während dem, als passiver Spieler während dem Zug. Und das finde ich immer toll an solchen Roll and Rides, wenn man wirklich nicht nur da sitzt und wartet so, Mann, bis ist er denn bald fertig? Nee, hier ist wirklich jeder mit am Tisch. Zockt dann vielleicht mit dem anderen, sagt, ach komm, das schaffst du doch noch, würfel nochmal, dann packt das eben nicht. Ja. Er kann dann diesen einen grauen eben nicht eintragen und dann bekommt ihr diesen als passiven Spieler auch noch als Zugeständnis und könnt hier ordentlich viel vielleicht aus-X'en und nach fühlt sich eben dieses Board. Und ich muss sagen, ich kann schon mal gut abschätzen, es spielt sich zu zweit komplett anders wie zu viert, weil man eben zu viert öfters passiv dran ist und da immer wieder mehr X'e setzen kann, vor allem wenn man schon aktiv selber dran war, hat so mitten rein irgendwo was gesetzt, dann habt ihr eben mehr X'e und könnt da öfters und besser ansetzen dran. Ja? Was hat dir besser gefallen, zu zweit oder zu viert? Zu viert tatsächlich. Okay. Weil, ich habe so nicht zu viert gespielt, deswegen die Frage. Zu viert ist ein größeres Wettrennen oder es ist ausgeglichener. Zu zweit ist eben, der eine stürzt sich auf das, der andere stürzt sich auf das und gut ist. Und zu viert verteilt sich das eben ein bisschen mehr. Okay, also es ist ein schönes Spiel, natürlich jetzt ein Familienspiel im Vergleich zu den anderen beiden. Wer vielleicht Spaß mit Würfelland hatte, guckt sich The Border mal an. Ich glaube, momentan ist es noch nicht im Handel verfügbar. Das ist ein Rezensionsexemplar. Ich habe gesehen, bei diversen Online-Händlern kann man es vorbestellen. So, ja. Dann... Aber es kommt auf jeden Fall jetzt dann im Februar. Dann zeigt euch Melly noch das hübsche Rolling Ranch, was schon ein bisschen älter ist. Ja,
ein bisschen älter, tatsächlich steht drauf 2018. Wir sind jetzt durch die liebe Ina drauf aufmerksam geworden und es ging so ein bisschen so ein und ich finde es wirklich richtig cool. Ich hatte es schon öfters angeschaut, war mir aber noch so ein bisschen im Zweifel, gefällt mir das oder nicht vom Cover. Jetzt haben wir es da und was machen wir in Rolling Ranch? Wir haben natürlich eine Ranch und diese werden wir füllen. Wer hätte es gedacht? Wir haben hier die... es war auch mal ein Kickstarter und wir haben hier die Deluxe Upgrade Kickstarter Version. Und wenn ihr dieses Spiel wollt, schaut, dass ihr euch unbedingt diese Stempel dazu holt. Genau, die zeigen wir euch gleich. Ich packe die schon mal aus. So, ihr habt hier natürlich auch Stifte dabei. Ihr müsst nicht unbedingt mit Stempeln spielen, ja, aber... dann malt ihr euch nämlich an. So. Ja, die tut man ja in die Mitte. Da ist also ein kleines Stempelkissen dabei und diese drei Tierchen. Wir haben einmal eine Kuh, ein Schweinchen und einen Hahn. Die leben ja wohl auf jeder Farm. Und wir haben hier... Sag's nochmal. Was haben wir? Eine Kuh, ein Schweinchen und einen Hahn. Und wo leben die? Auf einer Farm. Und es reimt sich, Leute. Sehr gut. Ja. Ein Schweinchen, ein Hühnchen, nee. Eine Kuh, nee, Schweinchen und ein Hahn. Okay. Gut, mach weiter. Und wir haben eben unsere Farm. Das ist hier unsere Farm. Ich kann es ja auch hier unten zeigen, mein Gott. Wir haben hier unsere Farm und da drumherum haben wir verschiedene Gebiete und die versuchen wir nach und nach zu füllen. Wie funktioniert das Ganze? Natürlich über Würfel. Jeder kriegt noch zu Beginn hier so eine Karte, da darf er noch verschiedene Dinge erreichen und zusätzliche Punkte abkassieren. Oder er vernachlässigt und sammelt lieber Kühe. So, wie funktioniert das Ganze? Einer würfelt und jetzt natürlich super tolles Beispiel hier. Ein anderes Beispiel. Ich mache dir dieses Beispiel. Okay, jetzt haben wir nämlich hier eine Kuh mit 1, 3 Bretter, eine 4 mit Schwein und einen Nagel. Und ihr kombiniert jetzt immer vice versa. Heißt das so? Also ihr kombiniert den blauen mit dem gelben Würfel. Das heißt, ihr könnt nämlich sagen, ich möchte jetzt... eine Kuh auf 4 oder ein Schwein auf 1 oder ich nehme eben diese Materialien und mit diesen Materialien baue ich Häuser. Das heißt, ich würde jetzt hier... drei Holzbretter bekommen und einen Nagel, dann male ich das entsprechend aus. Oder ich sage jetzt, nee, ich möchte eine Kuh auf 4, dann suche ich mir hier irgendwo eine 4 und stempel hier die Kuh ein. Das machen wir doch mal, einfach weil die Stempel so cool sind. Ja, dann nehme ich jetzt einfach mal die Kuh. Die 4er Kuh. 4er Kuh. Die Kuh möchte ich natürlich in ein großes Gebiet, weil umso mehr Kühe ich in einem Gebiet habe, umso mehr Punkte bekomme ich. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein und sage, ich stempel mal hier eine Kuh rein auf die 4. So. Und das macht jeder gleichzeitig, das heißt, es gibt keine Downtime, jeder sucht sich ein schönes Feld. Außer ihr wartet auf die Stempel. Außer ihr wartet auf die Stempel, weil die Kuh gerade sehr attraktiv ist, wie auch immer. Und so füllt ihr nach und nach den Plan und dann gibt es noch eine tolle Geschichte, die finde ich echt super toll. Und zwar gibt es hier, würde vielleicht so gewürfelt werden und ihr seht jetzt, hier unten sind Herzchen. Dann ist Vermehrungszeit und nein, es ist kein Rosenberg, auch wenn man es denken mag. Und was passiert in der Vermehrungszeit? Natürlich werden sie sich vermehren. Also schau dir jetzt, habe ich jetzt hier in einem Gebiet zwei Tiere einer Art? Oder mehr. Und was passiert? Sie vermehren sich. Das ist so toll. Absolut. Also wenn ihr jetzt hier zwei Kühe hättet und ihr würdet die Liebeswürfel würfeln, wie wir sie liebevoll nennen, dann machen die zwei Kühe ein Kuhbaby. Ihr dürft noch eine Kuh hier reinstempeln. Und wenn so ein Gebiet dann eben voll ist, dann guckt ihr, was ist in diesem Gebiet drin. Je nachdem, was drin ist, bekommt ihr die entsprechenden Punkte. Ihr bekommt nachher noch Punkte für diese Gebäude, die ihr gebaut habt. Das ist hier angegeben. Das sind hier unten diese kleinen, Scheunen. Es gibt Gebäude, wenn ihr die habt, dann bekommt ihr kleine Boni. Ihr dürft zum Beispiel dann diese Zahlen switchen. Also da habt ihr auch ein paar Möglichkeiten, ähnlich wie bei Three Sisters, um das Spiel so für euch ein bisschen anzupassen. Also es ist nicht nur... wild stempeln. Maddie hat mal hier ein wunderbares Beispiel gemacht. Ihr seht schon, wir haben Hühner, wir haben Schweine, wir haben hier so eine hier kleine Farm eingebaut. Hier ist ein volles Gehege nur mit Schweinchen. Perfekt, weil das sind nämlich 5 Felder und 5 Schweinchen geben doch wahnsinnig coole 16 Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Dann habe ich noch ein paar Scheunen gebaut, die haben mir dann irgendwie Boni gegeben. Hier guckt ihr, wie viele von diesen, ich glaube, es sind auch, was sind alle Scheunen, runde Scheunen, eckige Scheunen. Es gibt verschiedene Scheunen. Genau, ja. Und dann guckt halt, wie viel habt ihr davon? In meinem Fall waren das 2 Stück, das heißt, ich hätte dafür 12 Punkte bekommen. Also es ist so ein wirklich ein ganz schnelles, kleines, aber nicht zu unterschätzendes, kleines Roll and Ride. Die Vermehrungsphase... Wir nennen es mal Stamp and Ride. Nee, Roll and Stamp. Es könnte auch ein Roll and Stamp sein, je nachdem, welche Version ihr habt. Oder ein Roll and Draw, weil ihr müsst ja zeichnen.
für alle, die gern zeichnen, die lassen die Stempel weg, keine Ahnung. Also uns hat es gut gefallen. Es ist natürlich vom Anspruch jetzt nicht zu vergleichen mit Three Sisters oder Flippomania. Es ist eher ein leicht zugängliches Familienspiel, vielleicht auch um mal Leute in dieses Thema Roll and Ride reinzubringen. Allein diese Optik mit diesen Stempeln, die ist natürlich so ein bisschen ein Eyecatcher. Vielleicht ist es so eine Art leichtes, kleines Gateway-Game, wo ihr halt euren Kollegen mal an einem Spiel oder in der Mittagspause sagt, komm, ich hab da mal was dabei, lass mal heute nicht irgendwie Netflix auf dem Handy gucken, sondern heute wird gespielt. Packt ihr Rolling Ranch aus und vielleicht habt ihr einen neuen Spielepartner oder Partnerin gefunden. Keine Ahnung. Genau, und es geht bis 20 Personen, aber ich kann euch sagen, mit 20 Personen und einem Set Stempel wird es ganz schön lang. Ja, dann muss die Mittagspause ein bisschen länger sein, glaube ich, wenn ihr mit der ganzen Abteilung zockt. Genau. Das sollen sie jetzt einfach gewesen sein. Wir haben also zwei im Kennerbereich, zwei im Familienbereich, wirklich alle vier unterschiedlich, alle vier schön und für jeden sollte was dabei gewesen sein. Genau. Ihr dürft uns gerne einen Kommentar da lassen, was euch hier gefallen hat. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Spiel ja auch schon gespielt. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp, wo man Three Sisters herbekommt. Vielleicht habt ihr auch noch eine Lösung, wie man ein bisschen die Downtime bei Flippomania nach unten drücken kann. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst, wie gesagt, gerne den Kommentar da. Ihr dürft auch gerne das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann dürft ihr uns auch gerne abonnieren. Wir sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Ciao!